Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und Erfolge und dann sind wir unter Erkunden drin. Da haben wir unter Dracheninsel dann das Achievement der Pfad von Onara. Und was müssen wir dafür machen? Verteidigt Klein Ailak an allen drei Lagerstandorten. Das Achievement ist ein bisschen blöder. Denn wir müssen dafür relativ lang warten. Wir haben nämlich hier in der Ebene von Onara verschiedene Punkte von dem Clan Ailak. Und zwar haben wir hier das Lager der Ailak. Das kann in drei Positionen sein. Etwa hier auf den Koordinaten 72, 32. Dann war das, glaube ich, irgendwo da unten, hier rum irgendwo. Und hier hinten irgendwo gab es das Lager. Ne? Also an diesen drei Standpunkten gibt es das. Und die sind immer genau 3 Tage und 3 Stunden an dem jeweiligen Standpunkt. Und genau wenn das ausläuft, ziehen sie quasi von einem Lager ins andere weiter. Jetzt ist es so, dass wenn das Ding ausläuft, normalerweise haben wir auch einen Timer dran. Aktuell ist das Ding leider ein bisschen buggy und wir haben keinen Timer dran, also es ist ein bisschen blöd. Aber normalerweise ist ein Timer dran, der runterzählt. Und wenn dieser Timer ausläuft, dann fangen die an, ihre Sachen zusammenzupacken und ziehen zum nächsten Lager weiter. Wenn das der Fall ist, können wir quasi sie begleiten und beschützen. Dann ist das so eine Art kleines Szenario. Und wenn ihr bei dem Szenario mitlauft, bis ganz zum Ende, gibt es quasi für das Achievement einen Unterpunkt. Bedeutet, wenn ihr alle Punkte haben wollt, müsst ihr Minimum 9 Tage und 9 Stunden warten, dass ihr alle Dinger zusammen habt. Ne? Und müsst halt immer zwischendrin schauen, dass ihr in der richtigen Uhrzeit dran seid. Das kann, wenn es blöd läuft, auch mitten in der Nacht sein. Also da muss man dann immer ein bisschen schauen, dass man das auch mitkriegt. Es gibt da auch jetzt nicht irgendwo noch eine Ankündigung. Im Gebiet ist es, glaube ich, so, dass eine Ankündigung kommt. Sonst müsst ihr halt einfach warten und einfach mitlaufen. Das Ding ist, es kommen dann ein Haufen Gegnerwellen, auch Rares und so. Die Mobs ziehen trotzdem weiter. Das ist denen relativ egal, ob die angegriffen werden. Also ihr müsst dann immer in dem Radius bleiben. Und wichtig ist auch vor allem, dass ihr während dem Szenario auf jeden Fall diese Leiste an der Seite habt. Die werde ich euch gleich nochmal zeigen, dass ihr dementsprechend beim Szenario drin seid. Manchmal buggt das, die wird nicht angezeigt. Dann müsst ihr einmal ein bisschen wegfliegen und wieder ranfliegen. Und dann habt ihr diese Leiste und dann klappt das eigentlich im Normalfall. Gut, die müssen jetzt eigentlich gleich losziehen. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt einmal zusammen an. Ah, seht ihr? Perfekt, jetzt ziehen die gerade los. Die lassen jetzt hier Lager hier stehen. Beziehungsweise, habt ihr gesehen, einfach verschwunden. Und wir sind jetzt hier in der ersten Phase von dem, ja, von dieser Karawane. Und jetzt ziehen die einmal los und ihr seht, ich habe auch hier dieses Karawanen-Interface, ne? Ihr seht, 100% Ressourcen hat die Karawane. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was passiert, wenn die 0% haben. Bei mir hat es jetzt eigentlich jedes Mal gezählt, sobald ich quasi bis zur letzten Phase mitgelaufen bin, bis zum nächsten Lager im Endeffekt. Die müssten jetzt eigentlich hier oben irgendwo in das Lager hier mitziehen. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn hier die Rare-Gegner kommen, ihr könnt die bekämpfen, ihr könnt die aber auch einfach stehen lassen. Das Wichtigste ist, dass ihr immer diesen, quasi dieses Interface ihr habt. Wenn ihr jetzt zu weit wegfliegt, ich kann euch das mal zeigen, dann seid ihr irgendwann aus dem Radius raus. So, jetzt ist es weg. Und da müsst ihr auf jeden Fall drin sein, sobald es abgeschlossen wird. Teilweise ist es so, dass X-Rares kommen, die kämpfen da hinten, man bekämpft die und die laufen dann immer weiter. Und dann kann es sein, dass das ein bisschen blöd läuft. Gut, ich würde sagen, den ganzen Umzug gucken wir uns jetzt sehr zusammen an, weil der dauert irgendwie 20 Minuten oder so, bis die dahinter geharscht sind. Zumindest gefühlt. Und ja, ich werde das euch am Ende nochmal einblenden. So, da jetzt sind wir wieder ein gutes Stück weiter mit der Karawane gefahren. Mittlerweile schon hier relativ weit oben. Und eben ist quasi die letzte Phase aufgeploppt, das ist die 6. hier gewesen. Letzter Angriff schimpft sich die und ihr seht, da kommen dann ständig hier irgendwelche Mobs, das war auch schon vorher der Fall. Und da hatten wir auch ein paar Rares dabei. Was ein bisschen schade ist, diese Rares zählen alle nicht für das Rare Achievement, warum auch immer. Und ihr könnt die auch nicht looten, also weiß auch nicht, was die so bringen. Meine Karawane hat hier, obwohl relativ viele Spieler da sind und eigentlich die Mobs relativ schnell umhauen, schon keine Ressourcen mehr. Das war, glaube ich, das letzte Mal auch der Fall. Und ich denke mal, fürs Achievement ist es relativ egal. Was das für eine Auswirkung hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ja, ihr seht, jetzt ist gerade die Karawane angekommen. Letzter Angriff haben wir dementsprechend überwältigt. Und da bauen sie jetzt dann gleich das Lager auf. Und ja, Achievement haben wir damit einmal abgeschlossen. Wie gesagt, das müsst ihr insgesamt 3-mal machen. Und wenn ihr alle drei
Plätze quasi einmal verteidigt habt, beziehungsweise alle drei Karawanen, habt ihr auch das Achievement, aber da es ja immer 3,5 Tage oder 3 Tage, 3 Stunden auseinander liegt, sind es halt dann insgesamt an Zeit 9 Tage und 9 Stunden, also weit über eine Woche, die ihr dementsprechend da immer gucken müsst, wann der nächste Angriff ist. Ich hoffe, sobald ihr das angeht, ist es nicht mehr ganz so buggy wie bei mir und man sieht es dann tatsächlich auch auf der Map wieder, wie der Timer ist. Aktuell spackt er halt ein bisschen rum, aber naja, es sind ja ein paar mehr Sachen gerade ein bisschen kaputt, was die Expansion hier angeht. Gut, damit wären wir eigentlich schon am Ende von dem kleinen Video. Ich zeige nochmal kurz auf der Map, wie das Ganze aussieht. Also jetzt haben wir quasi hier das Karawanen von Ilak-Symbol, beziehungsweise da wird dann gleich das Lager erstehen. Hier unten sind wir ja gestartet und irgendwo hier oben war nochmal eins, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und von jedem Spot aus müsst ihr quasi mit der Karawane einmal zum nächsten ziehen. Gut, damit sind wir am Ende des Videos. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne einmal in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.